Noch im selben Jahr ist Boyce wieder in Amerika. Aber er betritt den amerikanischen Boden nicht. Er will Amerika nicht sehen. Mit dem Krankenwagen lässt er sich in die Galerie René Bloch bringen. Das ist seine Art der Rache für die jahrzehntelange Missachtung europäischer Kunst durch amerikanische Galeristen. Nicht so sehr für die Kunst im 20. Jahrhundert, sondern generell für künstlerische Äußerungen und verband das mit Kulturtechniken, die viel älter waren, zum Beispiel mit der Selbstlegitimation des Künstlers. Das war im 19. Jahrhundert das Geniekonzept. Es war in anderen Kulturen das Schamanenkonzept. Und diese Einheit von europäisch-bürgerlichen Legitimation des Künstlers als Genie und der alten kulturellen Techniken Selbstlegitimation des Schamanen durch induzierten Wahnsinn, durch Vereinnahmung von lebensgefährdenden Giften, durch Aussetzung einer radikalen Existenzsituation, durch Laufen und Durchstehen dieser Situation. Und wer sie durchsteht, ist damit Autorität, wie der Schamane. Das war sein Konzept. Auf den Sekunden den Atem an, registrierte ergriffen das erste Gipfeltreffen zwischen den Premiers zweier künstlerischer Großmächte, die durch Welten voneinander getrennt sind. Joseph Beuys gab sich zu vorgerückter Stunde die Ehre. War immer sehr schwierig, sie zu treffen. Beinahe hätte es mal in Darmstadt geklappt. Darf ich Sie fotografieren? Womit wollen Sie das machen? Hier, diesen Apparat habe ich immer bei mir. Von christlichen Bildern, Motiven, Idealen gehörte mit zu dieser sehr diesseitigen Strategie von Joseph Beuys. Die Familie, so scheint es, lässt alles über sich ergehen. Halt mal fest. Herr Beuys, herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Danke. Ist man mit 60 alt? Ja, das mag sein beim einen oder anderen, aber ich fühle mich nun gar nicht alt. Das ist ein mächtiger Bengel hier. Mit schweren Basaltstücken ließ er einen Teil des Platzes vor dem Museum zuschütten. Der Steinhaufen soll dadurch abgetragen werden, dass irgendwo in Kassel für jeden entfernten Stein eine Eiche angepflanzt wird. Stück 500 Mark. Und wenn ich jetzt schütte, dann ein bisschen ruckeln später. Jetzt noch nicht, jetzt noch nicht. Ja, das ist eine Kunstschütte. Gut. So, noch ein bisschen Wasser, noch ein Eimer. Ja. Wie viele Bäume haben Sie bisher gepflanzt?
Bisher etwa 4.500, 4.500. Und das Ziel sind wie viele Bäume? Das Ziel ist, die ganze Welt mit Bäumen vollzupflanzen. Welchen Anteil wollen Sie da selbst übernehmen? So viel wie möglich. So viel ich in meiner Lebenszeit pflanzen kann.